Hallo zusammen. Gestern Abend beim wöchentlichen Musikando-Chat fragte mich mein Musikantenfreund Heinz, was machst du eigentlich immer mit diesem Joystick, mit diesem Hebel? Wozu nutzt du den? Bei dir klingt das irgendwie anders. Nun, Heinz, der Joystick hat eigentlich zwei Wege, links und rechts und nach oben und nach unten, also die X- und die Y-Bewegung. Und ich mache das einmal an zwei Sounds fest. Zum einen eine Solo-Gitarre. Ich bewege den Hebel nach links und dann senkt sich der Ton. Nach oben. Der Weg dieses Joysticks entspricht genau einem Ganztonschritt. Zwei Halbtonschritte. Das kann man einstellen. Ganz interessant wird der Joystick bei meinem nächsten Sound. Und zwar habe ich zwei Pedal-Steel-Gitarren übereinander gelegt. Also Part 1 und Part 2 nahezu den gleichen Sound genommen. Und ich habe ja bereits mehrfach den Ensemble-Effekt erklärt. Und da nutze ich die Einstellung Autosplit. Das bedeutet, die beiden Parts werden getrennt. Ich spiele zweistimmig. Oben erklingt Part 1, unten Part 2. Hintergrund ist, ich kann die beiden Parts mit unterschiedlichen Effekten und Funktionen belegen. Und das mache ich mit dem Joystick. Das heißt, nur die unterste Stimme bekommt den Joystick-Effekt. Ihr merkt der obere Ton nicht. Also der Joystick wirkt nur auf den unteren Ton. Das entspricht genau der Spielweise einer Pedal-Steel-Gitarre. Da spielt man diesen typischen Country-Akkord, zweistimmigen Akkord, sehr viel mit Quarten, die sich in Terzen auflösen. Also ich spiele nicht ohne Joystick so, sondern das muss man schon etwas üben. Hier einige kleine Kostproben mit diesen beiden Sounds. Solo-Gitarre und Pedal-Steel-Gitarre. Ich hoffe, lieber Heinz und liebe Musikfreunde, euch gefällt's.